Regional Express. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Trains in World 3D, denn ich spiele das Willkommen in Gmünden. Dies ist ein Expresszug nach Aschaffenburg mit Halt in Lohr, Bahnhof und Heigenbrücken. Ja, und dort steht da, wir werden heute Steuerwagen voraus so einen Regionalexpress Richtung Heigenbrücken fahren. Und das Ganze findet auf der Main-Spessart-Bahn statt. Eine wunderschöne Strecke, wie ich finde. Dort steht auch unser Zug angeschlagen. Bahnhof Heigenbrücken, Aschaffenburg Hauptbahnhof ist das Ziel dieses Zuges. Und ich würde sagen, wir steigen hier mal ein, damit wir auch unseren Zug vorbereiten können. So, setzen uns hier auf unseren Stuhl, beziehungsweise Sitz. Müssen wir natürlich vorher die Tür zu machen, weil damit hier nicht jeder reinläuft. So. Dann machen wir den Richtungswender vorwärts, den Bremsschlüssel auf an. So, dann warten wir, bis die Türen geschlossen werden können. Währenddessen natürlich schon mal die Zugsicherungssysteme einstellen. Ja, AFB hat der nicht. Also der Steuerwagen nicht. So, Wagenbeleuchtung. Fahrend. So, sind wir soweit. Sollten jetzt Spitzenlichter anhaben? Nee, noch nicht. Das heißt, wir müssen hier noch das Ganze natürlich auf Signale stellen. So, dann haben wir das auch soweit. Jetzt, ja, wunderbar. Dann können wir 17.35 Uhr warten. Das sind jetzt auch nicht mehr so viele Sekunden. Können wir noch warten. Und sehen, während hier ein anderer RE einfährt, auf dem Weg nach Gmünden. Und dieses Ganze ist ein Szenario. Aus dem Szenario, das sind Szenarien, die mit dieser Strecke mitgeliefert werden. Also es ist kein Fahrplanmodus, sondern ein Szenario-Modus. Und ich fahre jetzt hier dieses Szenario Regionalexpress. Ich glaube, das ist Szenario 3, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, wir haben im Moment noch Rot. Das hat sich in diesem Moment erledigt. Dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse. Und fahren 10 Kilometer nach Lohr. Befreien. Bisschen weiter aufschalten, ne? Wunderbar. Wunderschön. Sie fahren natürlich. Sehen wir, wie dort ein anderer Regionalexpress auch den Bahnhof verlässt mit nur zwei Dostos. Wir werden ein bisschen schnell hier. So, jetzt können wir aufschalten. Schöne Parallelfahrt hier. Wunderschön. Schaut euch das bitte mal an. Traumhaft. Einfach traumhaft. Ein Dreierpack. Einfach traumhaft. So, FIFA. Schön. Endlich mal wieder Regionalexpress. Schon länger nicht mehr gefahren. Schon hier auf der Main-Spessart-Bahn gibt es ja auch wunderschöne Szenarien im Schublokomotivendienst, wobei die nicht so ganz real sind. Aber trotzdem sehr schöne Szenarien. Einfach nur schön. Schnell.
So, dann dürfen wir gleich 130. Nächst höhere Geschwindigkeit. Mal sehen, ob wir die Höchstgeschwindigkeit noch fahren werden. 160. 160 darf ja ein Regionalexpress fahren. Wunderschön, wunderschön. So, da verschwindet er. Dann schaut euch doch mal diese Gegend hier an. Ist doch einfach nur traumhaft. So, jetzt 130, machen wir mal ein bisschen aufschalten. So, da fährt er. Zwischen den Bäumen gut zu erkennen, wie er sich in die Kurve legt. Wunderschönes Bild. Wunderschön. Da verschwindet er. Zack, alles weg, unser Zug ist weg. Ich liebe es. So, wir fahren ja so ein bisschen in den Abend hinein. Ihr seht, die Sonne geht langsam aber sicher unter. Beziehungsweise bereitet sich darauf vor. So, was kommt da? Schicker Güterzug. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Eine IC-lackierte Doppelbespannung, also eine 182 Doppelbespannung in IC-Lackierung. Wunderbar. Habe ich auch so auch noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. War gar keine 182, oder? Doch. Doch, war eine 182. Doch, 182 Doppelbespannung, ja. So, gleich 150. LCP werden wir natürlich nicht fahren. Erstens hat er gar keinen LCP. Zweitens gibt es das ja nur für Geschwindigkeiten unter 100, über 160 km/h. Und dieser Zug ja eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h hat, bloß kommt LCP bei Regionalexpressen so gar nicht zum Tragen. Was mich in dem Zusammenhang aber interessieren würde, vielleicht könnt ihr mir da helfen, der Münex, also der München-Nürnberg-Express, der fährt ja 200, der schnellste Regionalexpress Deutschlands, ihr kennt ihn. So, der fährt ja somit über 160 km/h, hat der LZB verbaut. Könnt ihr mich da aufklären, weil das würde mich interessieren, weil das weiß ich nicht. Also der Münex, hat der LZB verbaut? Ist dort die LZB? Ist dort das LZB-System verbaut? Kommt das da zum Tragen? Das würde mich echt mal interessieren. Aber wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Weil der ja über 160 km/h fährt, logischerweise. Der fährt ja bis zu 200. Bespannt mit einer 101 und umlackierten IC-Wagen. So, 130, das heißt, wir werden hier mal schmeidig in die Bremse gehen. So, auch. Ich bin sowieso schon mal ein bisschen am Bremsen, weil wie gesagt, ich bin nur noch 1,2 Kilometer bis zum ersten Halt. Da wir sowieso gleich runter auf 85 müssen, weil wir nämlich hier quittieren müssen, ist gar nicht so schlecht. So, haben wir soweit. Trotzdem schon mal ein bisschen weiter runter hier. Ich werde gleich 40 haben. Sicherheit gleich auch ein 500 Hertz von geben. Würde mich jetzt nicht wundern. Sind auf jeden Fall pünktlich, das ist schon mal sehr gut.
ist er nämlich. Ich wusste es, weil wir nämlich ein halbzeigendes Signal haben, dann kommt er meistens in der Regel immer ein 500 Hertz Magnet. So, wir öffnen die Türen. Bleiben Sie unter 40, da seht ihr es. Als ob ich es geahnt hätte. Schauen uns hier draußen mal ein bisschen um in Lohr. Pünktlich sind wir sowieso. So, schon mal an. Schauen wir uns mal an, was hier so einsteigt. Ist auf jeden Fall eine Menge los, wie ihr seht. Also ordentlich Fahrgastaufkommen. Kommt ordentlich noch was hoch. Was so ist hier einiges los. Fällt gerade auf. Zug Zielanzeige haben wir gar nicht eingestellt. Das ist jetzt aber blöd. Wobei haben wir schon, aber es zeigen wieder nicht alle Wagen an. Nun ja. Hier vorne zeigt es noch an. Ihr seht es also, der Steuerwagen selber. Aber dann hört es auf. Also die anderen Wagen zeigen dies nicht an. Warum auch immer. Ob das wieder ein Bug ist, klärt mich gerne auf. Weiß nicht, woran es liegt. Aber es ist halt so. So, wir sollen noch warten bis 45. Das hat mich jetzt auch nicht großartig gewundert, dass ich die auch nur noch 2 Sekunden jetzt... So, schließen die Türen und dann schauen wir uns mal an, wie unsere 146 anfängt zu arbeiten. Lösen die Bremsen und schalten langsam auf. Ach, wir sollten vielleicht eine Nullstellung machen, das wäre hilfreicher. Wunderbar. Aber wir haben den 40, den 500 Hertz von Meter noch aktiv. Warum? Wundert mich jetzt etwas. Das wundert mich. Ein bisschen aufschalten können wir aber, weil unter 24 tiefer geht es nicht. Es ist aber auch neu, dass der 500 Hertz Magnet beim Losfahren noch aktiv ist. Okay, dann ist das so, ne? Dann quittieren wir hier vorne mal. Jetzt können wir uns befreien, dann können wir auch aufschalten. Gut, das hatte ich jetzt auch noch nicht, dass das wirklich, dass das aktiv ist, wirklich bis wir zum nächsten Hauptsignal kommen und uns dann erst befreien können. Aber ja, dann ist dem halt so. So, dann können wir auch aufschalten. So, fahren jetzt 15 Kilometer bis Heigenbrücken, unsere Endstation. So, 100. Schön. Diese langgezogene Kurve, einfach traumhaft. Und dann diese Aussicht hier, dieser Hintergrund, ist doch einfach nur magisch. Seht euch das mal an, wie die Sonne da hinten langsam untergeht an den Bergen. Das ist doch einfach nur ein wunderschönes Bild. Aber wir werden aber ein bisschen zu langsam, ne?
Sag mal, sehe ich das richtig oder ist unser Zug ziemlich leer? Also da oben ist ja gar nichts und unten auch nicht. Oder wir dürfen ein bisschen schneller fahren. Also wir haben ziemlich leer den Zug. Vielleicht meine ich das nur. Seht mal, da oben ist gar nichts. Ja, total leer. Also dafür, dass da in Lore gerade so viel los war, wundert mich das jetzt aber. Also der Steuerwagen ist komplett leer. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Wagen aussehen, aber da oben ist ja gar nichts. Ihr seht's. Da sitzt ja nicht einfach. Doch da. Ein Fahrgast sehe ich. Da ganz vorne. Seht ihr ihn? Also ein Fahrgast sitzt drin bis jetzt. Das ist ja. Naja. Okay. Vielleicht die erste Klasse. Wobei, nee, das ist zweite Klasse. Okay, da sitzt auch noch einer. So, zwei habe ich bis dann jetzt ausgemacht. Unten sitzt gar keiner. Da sitzt auch keiner. Also zwei Stück sitzen vorne. Ziemlich vorne im, oben im Steuerwagen. Aber sonst ist hier gar nichts. Nee. Das ist schon ziemlich mau. Ah, ich werde ein bisschen zu schnell. So. Das sind noch 11 Kilometer bis Heigenbrücken. 17:57 sollen wir ankommen. Das sollte man eigentlich soweit schaffen. Wir waren ja in Lore auch pünktlich. Haben jetzt nicht allzu viel Zeit verloren beim Losfahren. Allzu langsam sind wir auch nicht. Zwangs hatten wir bis jetzt noch nicht. Also sollte das eigentlich hinhauen. Wenn wir uns hier so ein bisschen an die Geschwindigkeit halten, sollte das klappen. So, ich kann jetzt hier schlecht gucken, ob wir da irgendwie noch Fahrgäste sitzen haben, aber es sah von außen ziemlich mau aus. So, wie sich die Sonne hier auf den Gleisen spiegelt, ihr seht, das ist doch einfach nur traumhaft, oder? Das ist ein Bild für die Götter, finde ich. Wie die Sonnenstrahlen da drauf scheinen, das ist einfach nur wunderschön. Deswegen liebe ich auch Szenarien, wo die Sonne gerade aufgeht oder untergeht. Das sind einfach meine Lieblingsszenarien, weil das einfach romantisch ist. Irgendwie hat das was. Oh Gott, jetzt habe ich aber nicht aufgepasst. Gottes Willen. So, genau, 100 war ja. Dann die 3,5 Kilometer schon um, habe ich gar nicht so mitgekriegt. Aber okay, dann war das so. Da haben mich die Sonnenstrahlen kurzzeitig abgelenkt. Vom eigentlichen Geschehen auf der Strecke. Was eigentlich nicht sein darf bei einem im realen Leben. Da muss die Aufmerksamkeit voll und fokussiert auf die Strecke gelegt sein. Steht sich ja von selber. Aber hier im Simulator lässt sich das alles noch verzeihen. Und dann tun wir gleich wieder 130. Dann sind es auch nur noch 6 Kilometer bis Heigenbrücken. Wie gesagt, eigentliches Ziel dieses Zuges Aschaffenburg Hauptbahnhof. Den Rest der Strecke wird dann ein anderer
Lokführer übernehmen. Das Zugpersonal wird in Heigenbrücken wechseln. Oh, gar nicht. Wir fahren doch bis Aschaffenburg. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie seht's? Aha. Okay, dann fahren wir halt bis Aschaffenburg. Ich hätte jetzt gedacht, für uns ist ein Heigenbrückenschluss. Dann habe ich das falsch interpretiert. Aber gut. Dem ist dann halt so. Dann fahren wir diesen Zug weiter bis Aschaffenburg. So, da vorne steht ein RE an einem roten Signal. Auch 130. 2 Minuten haben wir noch für 4,5 Kilometer, beziehungsweise jetzt nur noch 4 Kilometer. Sollte sich eigentlich ausgehen. Einfach nur wunderschön. So, 120 dürfen wir ja immerhin. Ah, es könnte doch noch klappen werden mit der Ankunftszeit. Jetzt müssen wir sowieso bremsen. Ich hab doch Wachstumstaster gedrückt. Ich hab doch gedrückt! Mann! Richtig schön, wenn er nicht reagiert. Mega. Nervt mich das. Das war doch jetzt unnötig. Der reagiert einfach manchmal nicht. Das war das Problem. Naja, wir hatten ja schon länger keine Zwangsbremsung mehr. Dann war das jetzt mal wieder nötig. Sollen nicht schneller als 45 fahren. Damit ist der Fahrplan komplett im Arsch. Also ich bin mir sicher, ich habe den Wachsamkeitstaster gedrückt, aber trotzdem hat er das nicht registriert und logischerweise dann eine Zwangsreingehauen. Reingehauen. Aber ja, dem ist dann halt so. Bleiben wir mal unter 40. Wenn wir ein haltzeigendes Signal haben.
Es ist sowieso viel zu spät. Also das ist dann immer so eine Sache, die einem den Spielspaß so ein bisschen raubt. Wenn man drückt, aber man halt keine Reaktion bekommt. Und das dann zu einer Zwangsbremsung führt, das finde ich immer so ein bisschen nervig. Sind dann halt so diese Bugs, die ich nicht so ganz verstehe. Mein Gott, warum fängt die Bremse denn ständig an, automatisch zu bremsen? Das nervt. So, da sind wir. Leichter Verspätung in Heigenbrücken angekommen. Aufgrund einer Zwangse, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber sei es drum. So. Ihr seht, die Wagen sind leer. Aber alle. Es sitzt nicht ein Fahrgast drin. Können da gerne mal durchgehen. Hier alles leer. Da sitzt eine Person. Ja, eins. Oben ist auch alles leer, oder? Zwei Personen. Hier oben sitzt einer, das ist der dritte. Ja, drei Personen als Fahrgäste. Wahnsinn. So, du kommst halt zu spät, wir haben Ausfahrt. So, und wieder haben wir den roten, den 500 Hertz von gelegt, aktiv. So, ist das wieder dieser berühmte Tunnel? Ich glaube schon. Lieferant sollten wir drücken. Das dürfte jetzt gleich 120.
So, die letzten 50 Kilometer dieses Szenarios auf dem Weg nach Aschaffenburg. Ein bisschen gegenbremsen, weil es wie gesagt ziemlich bergab geht, wie ihr seht. 2%. Schon ordentlich. Echt gespannt, ob wir am Ende noch Gold bekommen. Weil wir so ein bisschen zu spät sind und eine Zwangse gehabt haben und all solche Dinge. Während uns hier ein Güterzug entgegenkommt. In Doppeltraktion. Upsa, das war jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich versehentlich aufgestanden. Das sollte man nicht tun während der Fahrt. Ich würde sagen, wenn wir hier so die Bremse auf 1 gestellt haben, dann sind wir eigentlich bei guter Sache. Jetzt wird's nicht mehr, sind nicht mehr so dolle Backup, dann können wir die Bremse auch loslassen. Ey, ich glaube, mein Controller spinnt langsam. Mal mit 9 besorgen, weil er automatisch die Bremse auslöst. Kann sein, dass der einen Fehler hat. Ordentlich KI-Verkehr jetzt unterwegs, ordentlich viel Regionalexpresse, also Wahnsinn. Güterzüge, nur Fernverkehr habe ich noch nicht gesehen. 130, gleich 140. Mein Gott, ey, das nervt. So, und die Sonne geht immer weiter unter. In 3 Minuten, jetzt gleich 2 Minuten, sollen wir schon in Aschaffenburg sein. Das werden wir natürlich nicht schaffen, logischerweise. Aufgrund diverser Umstände werden wir ein wenig Verspätung haben. Mein Gott, ey. Ich hole mir bald einen neuen Controller. Ich glaube, nächste Woche hole ich mir einen neuen. Mal schauen. Weil der ist, hat es, glaube ich, echt hinter sich. Wie heißt es so schön im Bahnjargon, wenn man Verspätung hat? Wegen Verzögerungen im Betriebsablauf. Ich glaube, so ungefähr kann man es ausdrücken. So, wir können ja mal auf 140 beschleunigen, gleich sogar 160. Da fahren wir doch noch unsere Höchstgeschwindigkeit. Wahnsinn. Die letzten 6 Kilometer. Hey, Wahnsinn. Es fährt mal eine andere Baureihe. 143 war das, glaube ich. So, 160. Na komm schon, spring um. Geht doch.
Wunderbar. Und gleich wieder 150. So. Wir das auch soweit erreicht. Und dann werden wir mit Sicherheit gleich wieder ein quittierpflichtiges Hauptsignal haben, an dem wir dann, beziehungsweise in dem Fenster, in dem wir dann auf unter 85 bremsen sollen müssen, beziehungsweise jetzt schon auf 110. Machen wir das, beziehungsweise jetzt. So, jetzt hat er reagiert. Das war hier aber ordentlich runter. Haben wir so gerade hingekriegt. Nochmal PCP wachsam. Drücken die SIFA. Und gehen schon mal runter auf 40. Wir werden ein halbzeigendes Signal haben. Jetzt E40, von daher passt das. Zack, sind die 40. So, bleiben wir mal einfach unter 24. Müsste jetzt auch gleich der 500-Hertz-Magnet kommen. So, da vorne jetzt. Müsste jetzt gleich. Oder haben wir den jetzt hier tatsächlich nicht? Kann mich auch täuschen. Ja, ich täusche mich. Und eben doch nicht. Okay, dann ist das so. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Öffne die Türen. Wie gesagt, wir sind leicht zu spät. Ganze 3 Minuten. Aber dem ist dann halt so. Steht da? Circa 3 Minuten. Delay approx 3 minutes. Ihr seht's. Ziel erfüllt. So, stellen Sie den Richtungswender auf aus. Das werden wir tun. Beziehungsweise, ja, auf aus sollen wir den stellen. Jetzt sollen wir den Zug verlassen mit Sicherheit, oder? Ja, den Bremsschlüssel noch auf ausstellen. Das werden wir tun. So, dann sollen wir wieder aus dem Zug aussteigen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Das tun wir. Schließen hier die Tür wieder, damit da kein Unbefugter reinmarschiert. So, dann werden wir uns nochmal umschauen hier. So, hier ist schon ein Bahnsteigende, ja. Dann laufen wir unseren Zielpunkt, beenden damit dieses Szenario hier in Aschaffenburg Hauptbahnhof, wo wir mit leichter Verspätung und einer Zwangsbremsung endlich angekommen sind. Aber dem ist dann halt so. So, mich wundern, wenn wir jetzt kein Gold bekommen. Ja, ihr seht's. Es hat eben doch reingehauen, diese Zwangsbremsung und diese Verspätung, dass wir eben doch nur Silber bekommen. Aber dem ist dann halt so. Nichtsdestotrotz haben wir dieses Szenario einigermaßen
abgeschlossen. 41 Minuten haben wir für die ganze Sache gebraucht, inklusive Zwangsbremsung. In Lohr war die Welt noch in Ordnung, danach gab es dann die Probleme. Ihr seht's, jeweils 3 Minuten Verspätung. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde mich das Ganze freuen. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Wer nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann in einem anderen Video wieder. Würde mich freuen, wenn ihr bis dahin wieder dann mit am Start seid. Passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Wie gesagt, es gibt da noch weitere Videos von mir. Ihr kennt das. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny. Spielt das. Bye, bye.